Und damit herzlich willkommen zurück an alle Kammerjäger da draußen, zurück zu Prometo Zockt Borderlands. Ja, wir sind zurück hier am Catch-A-Ride und sind wohl jetzt in der ersten Runde auch motorisiert unterwegs. Wir können uns jetzt hier ein Fahrzeug besorgen, den Typ können wir uns noch nicht aussuchen, das kommt dann erst später. Die Waffe aber schon, ich denke wir nehmen mal einen Raketenwerfer oben drauf und lackieren das Ganze mal in Rot oder Blaster Master, wie der Catch-A-Ride hier das nennt, und generieren das einfach mal und dann geht's ab in den Fahrersitz. Gut, gibt's erstmal die Tipps für WASD, ist klar. Der Nachbrenner, das ist so ein Turbo-Modus, Leertaste, um Geschütz die Feinde anzuvisieren, okay. Maus 2 für das Geschütz, ja. Konnte man glaube ich noch mit Maus 1 von vorne schießen, so ein kleines Maschinengewehr. Mit C können wir den Platz wechseln und mit E kommen wir da raus. Schätzchen, Mann. Meine Karren sind nicht die schönsten, aber sie bringen's, wenn du sie brauchst. Und benutz mal den Boost, dann weißt du, wieso jeder ein Gefährt von Scooter will, Mann. Genau, der gute Scooter hat uns jetzt den Account da eingerichtet. Und jetzt können wir immer uns hier die Fahrzeuge an diesen Stationen halt freischalten. Das ist übrigens der Raketenwerfer, der oben drauf ist. Kann ich gerade mal demonstrieren. Wenn man trifft, macht er ganz schön Aua. Man kann die aber auch einfach überfahren. Ich meine, da gibt es sogar ein Achievement für. Weil das so ein hoch genug Stückzahl macht. Gut, gehen wir mal weiter. Wir sollen nämlich, wir haben einen Puma, genau, den Pisswash überspringen. Guck ich gerade nochmal auf die Karte, habe ich nicht schon wieder vergessen. Müssen wir wohl hier lang. Die Sache ist nämlich, da ist noch so ein Tor und da kommen wir nicht lang. Und der einzige Weg führt jetzt hier eben dem Fahrzeug einmal über diese total vertrauenserweckende Rampe. Mit dem Turbo, den das Teil hat hier. Klappt das aber eigentlich ohne Probleme. Bist du gerade in einem von meinen Karren über die Pisswash-Galle gejumpt? Mann ey, sag Bescheid, wenn du sowas machst. Das war voll abgefahren. Ja, und wie ist das war? So, Weg ist frei. Machen wir uns aber erstmal dran, machen hier nämlich den Weg frei, machen das Tor von der anderen Seite auf. Dazu müssen wir erstmal hier ein paar Banditen und Skags wegräumen. Zack, und dann wieder in Rückwärtsgang und vorwärts und tschüss. So, da haben wir noch einen, wer will noch nicht, wer will noch mal, wer hat noch nicht, war das? Oh, schön in der Drehung mit dem Reifen erwischt. So, Torhebel gefunden, haben wir. Gut, dann müssen wir noch abgeben. So, Sledge hat alles getan, um Reisen zwischen Firestone und New Haven zu verhindern. Aber jetzt gibt es ein Hindernis weniger. Die Leute können sich wieder frei bewegen. Jo, haben wir Rückkehr zur Z. Dem haben wir jetzt einen kleinen Gefallen getan. Denn Sledge hat hier mit seinen Banditen Firestone wohl ziemlich von der Außenwelt abgeschnitten. Wenn man das hier sieht, an der Karte, hier ging es nicht weiter. Hier drüben ist nicht viel außer Skags. Kleines Problem, das wir jetzt gelöst haben für die Bewohner. Und haben wir auch Level Up für bekommen. Und nehmen dafür erstmal das hier. Sieht man jetzt, in der nächsten Stufe geht dann die Sprintdistanz weiter, am Ende bis zu 20 Fuß. Heißt doch schon ein bisschen was. Finde ich ehrlich gesagt am sinnvollsten, sinnvoller als erstmal den Nahkampfschaden, ganz einfach, weil das Problem am Anfang eigentlich ist, dass man halt da in den Nahkampf muss. Muss halt irgendwie schnell an die Gegner rankommen und mit dieser Sprintdistanz, wenn man eben schlägt, lässt sich das eigentlich recht schnell bewerkstelligen. Ja, und deshalb nehme ich den halt gern mit. So, müssen wir jetzt zur Set zurück, der hat wieder einen neuen Job. Hoffentlich auch eine Belohnung. Ach genau, und das schwarze Brett, da nervt der Claptrap jetzt schon lange zu Weile. Gucken wir gleich mal nach. In der Kreuzung auf dem Weg zur Mine findest du einen gewissen Shep. Slash hat seine ganze Familie getötet und ein Zelt daraus gemacht. Echt hart. Dieser Shep ist ein guter Typ. Wäre schön, wenn du ihm helfen würdest. Jo, das ist natürlich ein hartes Schicksal. Also, wenn die Familie getötet wird, schon mal überhaupt von Banditen, das ist ja schon eine schreckliche Sache. Aber wenn er dann auch noch echt so ein Zelt daraus macht, also das ist ja schon echt makaber. Naja. Rückkehr zu Zed. Die hiesigen Bewohner meinten, du hättest die Barrikade beseitigt und wärst nach New Haven abgehauen. Ich wünsche dir wirklich Glück, aber es wimmelt noch von Banditen in dieser Gegend. Fletch ist noch immer da draußen und unter uns gesagt, ich bewege meinen Hintern nirgendwo hin, bis ich genau weiß, dass ich nicht aufgespießt werde.
Weise Worte würde ich auch nicht machen. Also, da hat Zed schon recht. Ich glaube, dann würde ich auch in Firestone bleiben in meinem Laden. Ist natürlich echt schlau. So, wir haben nämlich einen neuen Waffenslot gekriegt von Zed. Das ist natürlich ziemlich cool. Jetzt können wir hier, ich glaube, das habe ich auch schon mal gezeigt gehabt, war die angezeigt und mit einem Schloss versehen, die anderen zwei. Einer davon ist jetzt frei. Braucht man noch eine gescheite Waffe, um den zu füllen. Ich glaube, übergangsweise hau ich da mal was eigentlich rein. Ich glaube, die Pistole. Die war ja auch gar nicht so schlecht. So, da war aber nichts Gescheites für uns drin in dem Automaten. Hab nur mal kurz drüber geguckt, ist alles weiß, Schrott. Ich kann aber nochmal gucken, vielleicht hat jetzt mittlerweile hier der Waffenautomaten mal ein neues Angebot. Nee, hat er nicht. Wann hat er denn? 4,29, okay. Mal sehen, ob man da wieder vorbeischauen kann. Ein bisschen Geld mit. Kann man nie genug haben. Und die einzige Quest ist gerade Chad Sanders zu finden. Aber hier gibt es garantiert noch ein paar. Naja, natürlich. Nicht gerade weniger. Töte Feinde auf der Straße mit den Puma-Fahrzeugen. Blutige Reifen. Ja, auch nicht schlecht. So, verstecktes Tagebuch Arid Badlands. Lade 5 Tagebucheinträge von den Datenschreibern in Arid Badlands runter. Okay. Und die Schockkristallernte. Sammle Schockkristalle in der Lost Cave. Level 15, das ist noch ein bisschen hoch und wohl auch ein abgetrenntes Gebiet, die Lost Cave. Ist klar. Ist eine Höhle. Dieser Mann, Sledge, hat etwas, das wir brauchen. Du musst es dir holen. Sledge ist ein übler Typ. Er hat die Bewohner von Firestone schrecklich misshandelt. Tu, was du tun musst. Ja, ich würde sagen, kümmern wir uns doch auch um den. Aber erstmal, na, machen wir erstmal die Nebenquests. 3 haben wir schon von 10. Sind die noch da? Ne, ich glaube, die kommen nicht wieder gerade. Gut, dann suchen wir uns eben andere Spielkameraden, sag ich jetzt mal. Vielleicht ist hier doch jemand. Na, sieht so aus. Ich glaube, Skeks dürfen noch zählen. Ja, haben wir 4, 5, 6. Wer will noch? Jetzt haben die alle Schiss irgendwie. Komisch, wenn man im Auto rumfährt, kommen irgendwie weniger. Ist natürlich blöd. Da unten geht's zu der PvP-Arena, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir fahren einfach mal hier durch, vielleicht gibt's hier noch irgendwas Interessantes. Catch a Ride, nö, neues Gebiet auch nicht. Aber hier steht Shep Sanders. Geh mir den auch gerade mal ab, wenn er gerade auf dem Weg liegt. Treffen mit Shep, genau. Hallo mein Freund, ich bin Shep Sanders. Ich beaufsichtige den Betrieb der Sapphire Substation und der Headstone Mine. Jedenfalls war ich dafür verantwortlich, bevor Dahl sich vom Acker gemacht hat und die Banditen hier eingezogen sind. Gut, der hat wohl ein schweres Schicksal hinter sich. Einmal die Hauptquest kriegen wir. Den Minenschlüssel besorgen. Okay. Machen Abflug. Wusstest du, dass Shep Sanders in den Arid Badlands einen weiteren Job für dich hat? Ja, Klepter, schön, dass du da schön reinquasselst. Ich stehe gerade bei Shep Sanders. Ich weiß, was ich sehe. Teilweise ein bisschen nervig. Auf der anderen Seite auch manchmal ganz hilfreich, dass er halt Bescheid sagt. Da und da sind neue Quests, dann muss man nicht nachgucken und ist dann eventuell halt umsonst im Laufen. Genau, fange den Wind, reaktiviere die Windräder der Sapphire Substation und töte die Rax und kehre anschließend zu Shep Sanders zurück. Ja, machen wir beide. Erstmal wieder ins Auto. Und machen aber, glaube ich, gerade erstmal noch die Straßenkills. Ich glaube, wir waren bei 6 oder 7. Ja, immer noch nichts. Irgendwas müssen wir doch jetzt mal erfahren haben. Naja. 7, 8, 9, 10. So, das ging ja doch relativ einfach. Die haben wir alle. Level 13, die sind Level 10, gut, dann stecken wir die erstmal zurück. Wir machen erstmal hier die mit den Rax. Gut, dann müssen wir da runter. Ich glaube jedenfalls, dass es hier ist. Ich verirre mich immer leicht ohne Karte. Also ich gucke dann kurz drauf und dann weiß ich schon nicht mehr, wo ich eigentlich hin wollte. Ah, man kann jetzt natürlich nicht nach oben schießen mit dem Ding.
Das heißt, es ist gerade relativ sinnlos, das Ding zu benutzen. Allerdings kommen die jetzt hier auch im Sturmangriff an. Und dann nehmen wir die einfach mit der SMG weg. Auch kein Problem. Wir haben zwar ein paar überlebt. Halten wir halt nochmal rein. Dann haben wir keine Schnitte, was soll denn der Mist? Das sind aber ganz schön viele irgendwie. Habe ich gerade das Gefühl. Man schießt die alle ab. Und irgendwie sind es halt immer noch genauso viele, die weiterfliegen. Aber vielleicht war das auch noch ein bisschen Einbildung. Sind wir da, ein blaues Schild, das aber schlecht ist. Glück im Unglück. Nee. Nee, andersrum. Da freut sich eigentlich, wenn man ein blaues Teil findet, aber wenn es entsprechend schlecht ist, doof gelaufen. Naja. So, dann nehmen wir hier die Turbinenquest an. Fahren wir einfach ein Stück weiter. So. Welche soll man denn zum Laufen bringen? Ich glaube die da oben. Und hier sehe ich irgendwie nichts dran. Vielleicht gehen die ja noch alle an. Ah, fahren wir erstmal die hier platt. Bang, bang. Das sind meine Raketen. Oh, das war böse. Komm, vor, zurück, vor, weg. Und da ist eine Treppe. Mal gucken, die Skeks hier weg. Klappe zu. Noch treffen würde. Die Zielgenauigkeit ist von dem Ding irgendwie nicht so mega prall. Die Distanz lohnt sich halt das Zielen auch gar nicht. Oh. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Das knallharter Skeck ist immer blöd. Aber dann noch mit Säure. Die gibt es halt auch mit den entsprechenden Elementen alle. Da sind die hier noch ein bisschen stärker als die normalen, weil die den entsprechenden Elementschaden machen. Und gerade Säure und Feuer sind halt wirklich richtig ätzend, wenn man gerade keine Schilder hat. Dann bringen die einen schon mal unter die Erde. Und da haben wir gleich natürlich noch einen von, super geil. Und das läuft natürlich unseren Modus ab. Hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können, super klasse. Machen wir noch den kleinen da weg, wenn wir ihn treffen. Können wir. Dann muss ich mal auf die Schrotflinte. Verfehle ihn erstmal. Bin über der Nova ausgewichen zum Glück. Über diesen Flächeneffekten sollte man doch ausweichen. Das tut nämlich ganz böse, aber das wollen wir natürlich vermeiden. So, wechseln wir wieder auf die SMG. Die ist aber auch schon ein bisschen leer geschossen. Also gut, nicht komplett, aber wir hatten ja, ich glaube, 400 oder so können wir mitnehmen. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Haben wir neue Granaten gefunden. 22 Schaden. Nee, das Doppelte. Das ist doch nicht schlecht. Gut, da müsste irgendwo ein Schalter sein, eigentlich. Hoffe ich. Müsste. Ja, wunderprächtig. So, na, hatte ich recht. Die beiden sind auch wieder in Betrieb. Macht da wohl nicht immer nur eine an, sondern hat eine ganze Reihe und der Schalter ist einfach an einer. Jetzt muss mal gucken, wo die nächste ist. Die müsste dann irgendwo hier sein. Ja. Noch da hinten ist wieder so eine Treppe. Was für ein paar Banditen. Nicht mit mir, Freundchen. Aber der vielleicht. Ne, der auch nicht. Oh, aber ein brennender. Na. Also die Psychos hier sind wirklich Psychos. Also Leute, die sich selbst anzünden und dann mit Äxten auf andere Leute zu rennen. Hätte ich jetzt nicht so für normal. Die sind auch relativ gefährlich. Sieht vielleicht im Moment nicht so aus. Im späteren Verlauf, wenn die ein bisschen mehr Leben haben und man vielleicht auch ein bisschen abgelenkt ist und die dann mal in den Nahkampf kommen sollten, machen die ganz schön Schaden, ist nicht so ganz angenehm. Das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Dann machen wir erstmal die anderen weg, benutzen wir so ein Fass. Haben wir gerade eindrucksvoll gesehen, die kann man auch gut gegen Gegner benutzen. Wobei die das auch manchmal gerne halt selbst ansetzen, wenn man neben so einem Fass steht. Bemerkt man das meistens erst, wenn es zu spät ist, macht sie nicht um. Man liegt am Boden. Dann räumen wir den schnell weg, haben noch einen hinter uns, nur sogar zwei. Und wir haben das Ding fast leer geschossen. Au. Das meinte ich nämlich, oh oh. Das war natürlich klar. Oh, praktisch, Chance, Chance. Stirb. Ah, super, klasse, dass er neu gespawnt ist. Hätte ich eigentlich verdient für zu sterben, das war echt saudämlich. Wenn die nämlich so
doof auf einen zurennen mit dem ausgestreckten Arm nach oben. Hat vielleicht nicht jeder gesehen, was es sollte. Dann haben die eine Granate genommen und scharf gemacht und gehen nach ein paar Sekunden in die Luft. Versuchen dabei natürlich in schnurgerader Linie auf einen zuzurennen. Und das sollte man die entweder abschießen oder ganz, ganz, ganz schnell wegrennen. Weil, wie gesagt, das überlebt man auch nicht. Ich meine, ich hatte eben nur 5 Leben oder was. Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber das macht auch gut Schaden, wenn man halt noch mehr Leben hat. So. Tür auf, Geld raus. So, ist schön. Gehen noch einmal hier hoch. Da nervt ja noch einer. Und er hat uns das hinterlassen. Ich finde dauernd die gleichen Granaten. War ja schon in Zucker Kelly so. Einmal am Automaten, einmal gefunden. Genau dieselbe. Passiert hier in dem Spiel auch nicht so häufig irgendwie. Oh, und ein neues Waffenversteck. Na, gucken wir doch mal. Wir haben 12x2. Die hat nur 17. Die hat aber Feuer 3. Ist eine gute Frage, ob die besser ist. Ein Sturmgewehr. Da haben wir keinen Platz mehr, das ist natürlich jetzt richtig doof. Werfen wir irgendwas Weißes weg, was wenig Geld bringt. Nehmen wir die da. Und packen die ein. Und dann nehmen wir nämlich auf jeden Fall das Maschinengewehr. Packen nämlich die Pistole weg, die ist jetzt nämlich doch nicht so toll, wie ich dachte. Und wir probieren die Brände einfach mal aus. Viel Schuss haben wir gerade eh nicht. Alle mal durchgeladen. Ja. CVC ist jetzt nicht meins, aber SMGs benutzen wir eigentlich auch meistens relativ im Nahkampf, da die auch nicht so mega genau sind, also ist das kein Abbruch. Jetzt mein doofes Auto geparkt. Ach, hat er mein Auto mitgesprengt, der Kleine? Das könnte natürlich auch sein. Muss mir echt aufpassen, wenn die auf einen schießen oder halt auch irgendwas in die Luft jagen. Geht gerne mal das Auto auf drauf, wenn man das blöd geparkt hat. Naja, durchgelaufen. Gut, dann machen wir uns dann zu Fuß auf den Weg. IZW, ich muss gerade mal gucken, bevor ich die Folge beende. Den Nienenschlüssel, den haben wir doch gar nicht gemacht, ne? Ne, der war hier drin. Tür auf. Geld mitnehmen. Und was haben wir denn hier? Eine Notiz. Jetzt kannst du nicht in die Mine, weil ich den Schlüssel habe. Oder die Schlüssel habe. Und Sledge durchgestrichen. Okay. Aber mit Sledge unterschrieben, verstehe ich nicht so ganz. Sledge, der Minenschlüssel. Anstelle des Schlüssels hast du eine Notiz gefunden. Die dicke Staubschicht darauf lässt vermuten, dass der Schlüssel in nächster Zeit nicht zurückgebracht wird. Du musst woanders nach ihm suchen. Gut. Kriegen wir Sledge zum Safe House. Schaffe den Schlüssel zum Minentor und bring ihn zur Headstone Mine. Das machen wir dann auch. Ups, jetzt bin ich immer zurückgegangen. Die Quest nochmal abgegeben. BZW einfach nur nochmal. Da wird nochmal der Text gezeigt. Die Belohnung kriegt man nicht nochmal für. Das wäre auch zu schön. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle sage ich auch wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal.